Der Zweite Weltkrieg. Viele entscheidende Schlachten werden in der Luft entschieden. Nur wer den Luftraum beherrscht, ist auch am Boden erfolgreich. Für die kriegführende Nationen hat die Militärfliegerei immer höhere Priorität. Dies begünstigt eine gewaltige technische Entwicklung. In der Schweiz hat die Luftwaffe damals wenig Bedeutung, obwohl Schweizer Jagdflieger im Rahmen des Neutralitätsschutzes 16 fremde Flugzeuge abschießen. Nach dem Krieg führen die beginnenden Spannungen zwischen Ost und West aber schnell zum Umdenken. Die Zurückhaltung weicht fliegerischen Großmachtgelüsten. Im Zweiten Weltkrieg hat man aber doch Bedeutung von der Militärfliegerei. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges konnte man die Bedeutung der Militärfliegerei auf den ausländischen Kriegsschauplätzen klar sehen. Dies führte zu einem Modernisierungsschub nach dem Krieg. Es wurden sehr schnell Venoms und Vampires gekauft. In der Folge und vor allem während der Amtszeit von Bundesrat Paul Schudde in den 50er Jahren herrschte die Meinung, die Schweiz müsse etwa 800 Kampfflugzeuge besitzen und diese teilweise auch atomar aufrüsten. Da überbordete man vollkommen. Die Atombewaffnung in der Fliegerei einführen, also dort hat man nachher komplett überbordet. Der Historiker Hans-Ulrich Jost flog in jungen Jahren als Kampfflieger für die Schweizer Armee. Sein oberster Chef, Arthur Moll, war einer der Hauptakteure bei der Flugzeugbeschaffung. Warum die damalige Euphorie? Man war allein in Mitteleuropa. Deutschland im Norden war nicht sehr stark. Das änderte sich erst, als sie diese 800 Starfighters bekamen. Von den westlichen Nachbarn hatte man nicht den Eindruck, dass sie uns zu Hilfe eilen würden. Also musste man das selber machen. Und zwar sowohl Erd- wie Luftkampf als auch Aufklärung. Schon im Juli 1946 ist sie da. Die erste Flotte eidgenössischer Düsenjäger. Vampires und Venoms. In England konstruiert und in der Schweiz in Lizenz zusammengebaut. Sie bestehen zu einem großen Teil aus Holz. Der spätere Luftwaffenchef Arthur Moll leitet damals die Schießübungen. Winkel, okay. Ich erinnere mich an den Kauf der Vampire. Das war das erste Düsenflugzeug. Da ging ein Oberst mit einer kleinen Equipe nach England und kam begeistert zurück. Innerhalb eines Jahres bestellte man die Flugzeuge, die ja damals auch noch einfacher zu bauen waren. Und schon nach 3 Jahren hatte man eine ganze Flotte beisammen. Innerhalb von 3 Jahren hat man nachher eine ganze Flotte beieinander gehabt. Die Sperrholzbomber eignen sich eigentlich nur als Erdkampfflugzeuge. Das heißt, sie sollten Ziele am Boden bekämpfen. Was der Armee jedoch fehlt, ist ein Jagdflugzeug. Der Hunter, ein ebenfalls in England mehr oder weniger ab der Stange gekauftes Flugzeug, soll diese Lücke schließen. Der Testpilot Hans Heffliger nimmt den ersten Flieger des Typs in Emmen in Empfang. Zu Beginn der 50er Jahre bestellt die Luftwaffe 100 Stück dieser Kampfflugzeuge, um die erste Serie Vampire abzulösen. Die Militärs jedoch träumen von einem selbstgebauten, eidgenössischen Jagdflugzeug. Potenzial ist da gewesen. Das Potenzial war da und man beschloss, eigene Flugzeuge zu bauen, die den schweizerischen Bedürfnissen zu 100% entsprachen. Man hätte schon im Ausland einkaufen können, doch wollte man quasi maßgeschneiderte Flugzeuge und vergab deshalb Aufträge sowohl an die Flugzeugwerke Altenrhein wie auch an Emmen. Der P16 in Altenrhein und der N20 in Emmen. Die schweizerische Flugzeugindustrie. In Altenrhein am Bodensee baut das private ehemalige Dornier-Werk neben Schienenfahrzeugen auch Flugzeuge, eigene und solche in Lizenz. Auch in Emmen, in den eidgenössischen Flugzeugwerken, produziert man Kampfjets.
Hier wird ein Großteil der Venoms und Vampires in Lizenz zusammengebaut, was den Ingenieuren sehr viel Fachwissen bringt. Die Zürcher ETH wirkt im Hintergrund als aerodynamische Denkfabrik. So entsteht hier einer der ersten großen Windkanäle Europas. Eigentlich war es dass die Schweiz wirklich eine eigene Flugzeug. Eigentlich waren die Bedingungen für eine eigene schweizerische Flugzeugindustrie gegeben. Schon seit dem Ersten Weltkrieg wurden immer wieder Versuche unternommen. Und es war nur natürlich, dass man sich nach dem Zweiten Weltkrieg zutraute, ein eigenes Flugzeug zu entwickeln. Man sah ja auch, dass Schweden, ein Land vergleichbar der Schweiz, dies auch erfolgreich praktizierte. Mit der Schweiz, wie Schweden das gemacht haben und dort zeitlang mit Erfolg durchführen. Ein Werkfilm zur Entwicklung des N-20-Kampfjets der Emmener Flugzeugwerke. In den Walliser Alpen beginnt Ende der 40er Jahre für die Emmener Konstrukteure das erste ehrgeizige Kampfjet-Projekt der Schweiz. Mit einem Holzmodell des zukünftigen Düsenjägers testen die Techniker ein zukunftsweisendes Flügeldesign in Delta-Form. Die Ingenieure tragen das Modell auf eine Hängebrücke, um es den hochalpinen Winden auszusetzen. Tagelang dauern die Tests. In sogenannten Freitrudelversuchen wird die Aerodynamik des Deltaflügels untersucht. In der Zwischenzeit entsteht in Emmen ein flugfähiger Prototyp, der aber nur 60% der Größe des zukünftigen Kampfjets aufweist. Wochenlang, monatelang testen die Techniker das Verhalten des Modells im damals supermodernen Windkanal. Einer der Konstrukteure erinnert sich. Das aerodynamische Konzept war damals sehr neu. Um sicherzustellen, dass die Aerodynamik auch stimmt, baute man ein 60%-Modell, das heute noch im Verkehrshaus hängt. Alle Ergebnisse des Modells bestätigten das Konzept. Die Piloten flogen sehr gerne damit und lobten die guten Steuereigenschaften. Insgesamt war das Flugzeug über 200 Stunden in der Luft. Für die ersten Flugversuche muss das Flugzeug wieder demontiert und außerhalb des Windkanals zusammengesetzt werden. Mit Manneskraft geht's zur Flugpiste in Emmen. Mit Hilfe von Dampfraketen soll der damals streng geheime Flieger einige Meter vom Boden abheben. Nicht immer funktionieren die Raketen wie vorgesehen. Von Fliegen kann vorerst nicht die Rede sein. Das große N-20-Abenteuer beginnt mit kleineren Hüpfern. Mit dem nächsten Schritt geht's höher hinaus. Eine Propellermaschine nimmt den Gleiter ins Schlepptau. Das Modell des zukünftigen Kampfjets muss wie ein Segelflugzeug allein den Weg zur Landepiste finden. Die Flugversuche sind erfolgreich. So erhält das Nachfolgemodell des Gleiters richtige Triebwerke. Jetzt können die Testpiloten die Aerodynamik und die Flugeigenschaften unter realen Bedingungen prüfen. Die Testflüge sind so überzeugend, dass die Armee den Bau eines Prototypen des Kampfjets in Auftrag gibt. Der N20 hat diverse Sachen, die später oder heute eigentlich aktuell sind. Die N20 nahm verschiedene, heute übliche Techniken und Formen vorweg. Da war erstens der deltaförmige, stark gepfeilte Flügel und das fehlende Höhenleitwerk. Praktisch alle modernen Jäger fliegen so. Zweitens war ein durchströmter Flügel vorgesehen. Das heißt,
Die Triebwerke waren im Flügel untergebracht und hatten dadurch einen besseren aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Problem ist ja immer, dass man für hohe Geschwindigkeiten dünne Flügel bauen muss. Und dann wird es schwierig mit der Statik. Das konnte man so umgehen. Nach den umfangreichen und langwierigen Tests in den Fabrikationshallen der erste Rollout des richtigen N20. Waghalsige Testpiloten starten erstmals die Triebwerke. Doch welche Blamage. Die Triebwerke erweisen sich als zu schwach. Der N20 dreht einsam seine Runden auf dem Emmener Rollfeld, ohne je richtig abzuheben. Nun bekommen die Politiker kalte Füße. Sie wollen nicht noch einmal 3 Millionen Franken für neue, stärkere Triebwerke investieren. Das Projekt wird kläglich abgebrochen. Können Sie sich an den Tag erinnern, der das Aus für den N20 brachte? Ja, sehr gut. Das war natürlich ein großer Schock für alle Beteiligten. Die Enttäuschung war immens. Die Chance, so ein zukunftsträchtiges Projekt für das eigene Land aufzubauen, war vertan. Und eben in der Schweiz so etwas aufbauen, mindestens für das eigene Land, ist vorbei. Der N20 Aiguillon fliegt hier zum ersten und zum letzten Mal, festgehalten von der eisernen Faust eines Kranes. So endet im Luzerner Verkehrshaus, was 1945 als Mehrzweckflugzeug für unsere Armee geplant und den Flugzeugtypen seiner Zeit weit voraus war. Der N20 war der erste Delta-Flügler und die erste Maschine mit 2 Stromtriebwerken. Neuerungen, die erst Jahre später in ausländischen Konstruktionen ihre Anwendung fanden. Vielleicht hatte die Schweiz damit die große Chance vertan, um zu einem eigenen Kampfflugzeug zu kommen. Der P-16 ist die zweite Chance für die Schweizer Luftfahrtindustrie. Die Flugzeugwerke Altenrhein erhalten von der Armee Ende der 50er Jahre eine Bestellung für 100 Düsenjäger. Bundesrat Schode hat in Begleitung des Chefs der kriegstechnischen Abteilung Oberstbrigadier von Wattenwil mit der Landesverteidigungskommission in Altenrhein den neuen schweizerischen Düsenjäger P-16 besichtigt, der vom Testpiloten Hefliger eingeflogen wird. Der in Altenrhein im Auftrag des Militärdepartements konstruierte P-16 hat seine ersten Probeflüge bereits hinter sich. Er soll den besonderen Bedingungen entsprechen, unter denen in unserem Gelände ein Kampfflugzeug sich bewähren muss. Man hat anhand des Weltkrieges, als die Deutschen die polnischen Flugplätze praktisch am ersten Tag zerstörten, erkannt, dass man mit möglichst kurzen Pisten auskommen musste. Der P-16 im Speziellen, wahrscheinlich aber auch der N-20, da er nie flog, kann man es nicht beweisen, war darauf ausgerichtet und fähig, auf kurzen Notpisten oder sogar auf Gras zu starten. Mit relativ kurzen Pisten oder mit Notpisten sogar rauskommen, zum Teil sogar auf dem Gras. Die Militärs zwingen mit ihrem Pflichtenheft die Ingenieure an die Grenze des physikalisch Machbaren zu gehen. Der P-16 soll als Kampfjet wie ein Sportflugzeug auf kürzesten Pisten starten und landen können. Eine Herausforderung für die Konstrukteure. Der P-16 musste in einem sehr fortschrittlichen Pflichtenheft. Der P-16 musste einem sehr fortschrittlichen Pflichtenheft genügen. Er musste sehr kurz landen und starten, sprich langsam fliegen können. Damit er nämlich Flugzeuge abfangen
Und das hat man auf der anderen Seite musste er als Abfangjäger schnell sein. Das löste man durch ein Nasenlandeklappensystem, das die Minimalgeschwindigkeit stark reduzierte. Minimalgeschwindigkeit sehr stark abgesetzt. Das Pflichtenheft war sehr streng. Das Anforderungsprofil war sehr streng. Deshalb musste man Hochauftriebshilfen entwickeln, damit man enge Kurven auch bodennah langsam fliegen konnte. Natürlich musste das Flugzeug auch schnell und hoch steigen und viele Waffen tragen können. Das alles war sehr schwierig zu erreichen. Und viele Waffen tragen seinerzeit. Und das ist sehr schwierig zu erreichen. Der Konstrukteur und sein Testpilot. Hans Häfliger erlebt dramatische Sekunden mit dem ersten Prototypen des P-16. Der P-16. Der Drang zum Wasser war für ihn größer als der Drang zur Luft. Das erste und einzige Flugzeug der Versuchsserie stürzte in den Bodensee. Mit dem Schleudersitz vermochte sich der Pilot zu retten. Der Testpilot auf der Suche jenes Baumes, an dem sich 1958 sein Fallschirm verfing. Dann hat das Triebwerk abgestellt. Dann stellte plötzlich das Triebwerk ab. Ich hatte keine Ahnung, warum. Später fand man heraus, dass kein Treibstoff mehr zum Motor gelangte. Ich konnte eigentlich nur versuchen, nach Alten Rhein zu kommen. Doch über Arbon merkte ich, dass es nicht mehr reichte und dass nur noch ein Absprung übrig blieb. Probieren, auf Alten Rhein zu kommen. Und über Arbon habe ich dann gemerkt, das reicht nicht. Jetzt kommt nur noch der Absprung. Schon nach 3 bis 4 Sekunden hatte ich die Hand am Griff. Doch da öffnete sich der Schirm von selbst. Ich sah über mir den offenen Schirm, sah den P-16 ins Wasser stürzen und schon fiel ich da drüben irgendwo durch einen Baum. Der Schirm blieb im Geäst hängen und ich war praktisch am Boden. Der Fallschirm ist am Baum hängen geblieben und ich war praktisch am Boden gewesen. Ja, das ist... Ja, das war schon schlimm. Alle ließen die Köpfe hängen. Kurz darauf fand noch eine Pressekonferenz statt und dann setzte ich mich ab, um nicht von den Medien verfolgt zu werden. Und nachher habe ich mich abgesetzt, damit die Presse und Radio und so mich nicht einfach verfolgen die ganze Nacht. Der P-16 sei ein fliegendes U-Boot, witzelt damals die Presse. Doch an der Konstruktion des Jets gibt es wenig auszusetzen. Der Bund hält an der Bestellung fest. Doch es fehlt das Geld für die nötige Sorgfalt. Statt sich auf ein Projekt zu konzentrieren, fördert man Kampfjet-Projekte nach dem Gießkannenprinzip. So endet auch der Flug des zweiten P-16-Prototyps 1958 wegen einer technischen Bagatelle im Bodensee. Der Testpilot erinnert sich später an seine dramatische Rettung. Die Höhe war etwa 300 Meter über dem Wasser. Die Höhe betrug etwa 300 Meter über Wasser. Mit einem Riesenknall flog ich aus dem Flugzeug, als ich den Schleudersitz auslöste. Ich war einen Moment bewusstlos und als ich zu mir kam, hing ich am Schirm. Wie in der Fliegerschule gelernt, nahm ich den Helm ab und unter den Arm, um die Höhe über Wasser zu schätzen und mich dann vom Schirm zu lösen. Aber ich bin mit dem Helm unter dem Arm. Doch ich fiel vorher ins Wasser und erschrak sehr wegen der Kälte. Eine später vorgenommene Messung ergab eine Temperatur von 7 Grad. Ich schwamm unter dem Schirm hervor, löste mich und begann gegen das Ufer zu schwimmen. Ich habe dann angefangen, gegen das Ufer zu rudern, aber das ist nicht sehr erfolgreich. Ich bin nicht rasch für sie gekommen. Doch ich kam nur sehr langsam voran und hatte dann das großartige Erlebnis, dass 4 Jungs in einem Pedalo kamen und mich nach 10 Minuten im Wasser praktisch vor dem Ertrinken retteten. Denen bin ich noch heute dankbar. Dieser Unfall war zwar spektakulär, doch für einen Testflug nichts Außergewöhnliches. Ein Ermüdungsbruch einer Hydraulikleitung führte zu einem Stau im System. Das war der Grund für den Verlust dieses Flugzeuges. Die Reaktion aus Bern kommt postwendend. Die Politiker verzichten auf den P-16. Doch ein schlechtes Flugzeug hatte man am Bodensee nicht gebaut. Der P-16 fliegt weiter.
Aus dem Kampfjet wird eines der ersten düsengetriebenen Geschäftsflugzeuge, der Learjet. Die Werke Altenrhein verkaufen die Konstruktionspläne in die USA. Modelle gescheiterter Kampfjet-Träume in Emmen. Kleinmut und regionaler Filz beendeten die hoffnungsvollen Pläne. Jede Region wollte vom Geldregen des Militärs profitieren. Dort war ein recht erbitterter Kampf hinter den Kulissen zwischen dem. Es wurde ein erbitterter Kampf hinter den Kulissen geführt zwischen dem staatlichen Flugzeug N20 der Flugzeugwerke Emmen und dem anderen Flieger, der in etwa dieselben Anforderungen zu erfüllen hatte. Ja, das gehört zur Schweiz, oder? Da ist jeder Kanton will für sich die Sache haben, oder da jede Region. Und, das gehört halt zur Schweiz. Jeder Kanton und jede Region will profitieren. Im Flugzeugbau kam es zur Konkurrenz zwischen einem rein privaten Unternehmen und dem quasi staatlich organisierten Projekt in Emmen. Die beiden Konsortien befanden sich in einer permanenten Konkurrenzsituation, was sich schlussendlich als sehr schädlich für die Entwicklung einer schweizerischen Flugzeugindustrie erwies. Sehr schädlich ist gesehen für die Entwicklung der schweizerischen Flugzeugindustrie. Die 60er Jahre, der Kalte Krieg und die Angst vor einem dritten Weltkrieg. Das Wettrüsten in Ost und West sorgt für eine enorme technische Entwicklung. Die Flugzeuge durchbrechen die Schallmauer, ihre Waffen werden immer effizienter und genauer. In der Sowjetunion sollen die Helden der Lüfte das Rote Reich vor den kapitalistischen Imperialisten schützen. Millionen Augen sind auf sie gerichtet. Millionen Augen derer, die ihren Eid entgegennahmen, die sie ausschickten, um den Himmel zu bewachen, die ihnen vertrauen und auf sie setzen, auf sie als die Beschützer der Heimat. Hier bedarf es einer besonderen Gabe, tadelloser Genauigkeit und eines unvergleichlichen militärischen Pflichtbewusstseins. Die marxistisch-leninistische Theorie studieren und sich auf einen beliebigen Kampfauftrag vorbereiten. 6 Offiziere, 6 Ingenieure, 6 Kommunisten, 6 Freunde, sie sind immer beisammen, am Himmel und auf dem Boden. Die Kommandozentrale der Schweizer Luftwaffe in den 60er Jahren. Der Feind kommt immer aus der gleichen Himmelsrichtung. Im Zusammenhang mit Erdkampfoperationen im bayerischen Raum muss mit weiteren Verletzungen des schweizerischen Luftraumes durch rote leichte Bomber gerechnet werden. Hat Rot vor Ausbruch des reinen Luftkrieges den bayerischen Raum erobert, kann er dank geringerer Einsatzdistanz neben den leichten Bombern gleichzeitig auch die Jab und Jäger zur Erringung der Luftherrschaft einsetzen. Dadurch würde sich unsere Lage wesentlich verschlechtern. In diesem Fall würden sich die feindlichen Einsatzzahlen verdoppeln, das heißt pro Tag auf über 600 Einsätze ansteigen. Die Mirage. Sie soll nach dem Scheitern der eigenen Projekte die Eidgenossenschaft vor den sowjetischen MiGs schützen. 1961 bewilligt das Parlament die Beschaffung von 100 neuen Kampfjets des französischen Typs Mirage. Eine Mischung aus Perfektionismus, Dilettantismus und Größenwahn führt in der Folge zu einem der größten Politskandale des Landes. Ein denkwürdiges Ereignis in der schweizerischen Armeegeschichte. Die erste Mirage ist aus Frankreich in der Schweiz eingetroffen. Ein Fallschirm bremst die Landegeschwindigkeit von 320 Kilometern. Vor 3 Jahren hat bekanntlich die Arbeitsgruppe für militärische Flugzeugbeschaffung den französischen Hochleistungsjäger, der doppelte Schallgeschwindigkeit erreicht, allen anderen ausländischen Anwärtern vorgezogen. Für unsere Fliegertruppe hat damit eine neue Ära begonnen. Während des Ungarnaufstandes befand das Parlament, man müsse moderne Flugzeuge beschaffen. Wir flogen Venom mit etwa 800 Stundenkilometern, während im Ausland Überschallflugzeuge mit 1000 bis 1100 Stundenkilometern die Regel waren. Praktisch Hals über Kopf ging man nach Frankreich und schaute das erstbeste Düsenflugzeug, die Mister 4, an, befand sie jedoch als zu untermotorisiert. Wenn man nämlich in der Luft bestehen will und Erdkampfflieger schützen will, sollten sie den feindlichen Jägern zumindest ebenbürtig sein. Und die kann schützen, dann muss man Flugzeuge haben, die mindestens feindliche Jäger ebenbürtig sind.
Das neue Flugzeug sollte der sowjetischen MiG ebenbürtig sein und in der Schweiz gebaut werden können. Erstens mal hat die Schweiz schon seit dem spätestens im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz hat sich spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg bemüht, Flugzeuge zumindest in Lizenzproduktion selber herzustellen, um die eigene Industrie zu unterstützen und eine gewisse Unabhängigkeit vom Ausland zu bewahren. Als man nun das eigene Produkt, den P-16, aufgab, suchte man natürlich ein Flugzeug, das man in Lizenz herstellen konnte. Unter den verschiedenen angebotenen Modellen war die Mirage dann das Flugzeug, das diese Möglichkeit bot. Um trotz des Ankaufs eines französischen Flugzeuges das meiste Geld im eigenen Land zu behalten, baut das Flugzeug- und Fahrzeugwerk Altenrhein die Flügel und einen Teil des Rumpfes der Mirage. Im Rahmen des Mirage-Programms hat Stanz die Fabrikation bzw. Montage des Rumpfes übernommen. Nur tüchtige, gewissenhafte Facharbeiter können beim Flugzeugbau beschäftigt werden. Jeder Facharbeiter ist sich seiner Verantwortung bewusst, verrichtet sozusagen Maßarbeit. Ein kleiner Hinweis, haben Sie schon bemerkt, wie sauber abgeschliffen die Nietenköpfe sind? Es gibt hier deren rund 9000. Auf jedem dieser Männer liegt eine gewaltige Verantwortung unserer Landesverteidigung gegenüber. Auslieferung einer der ersten in der Schweiz hergestellten Mirage. Die Militärs befürchten, ein Milliardenbetrag für den Traumvogel sei im Parlament ohne Chance. Deshalb unterschlägt man die nötigen Zusatzmillionen für das Zubehör. Und die Rechnung, die wir einmal aufgestellt haben, in einer grossen Konferenz. Die von uns angestellten Berechnungen aller Kosten ergab damals eine Summe von etwa 1,1 Milliarden Franken für die 100 Mirage, die man kaufen wollte. Da sagte der Chef dieser Beschaffungsgruppe zusammen mit dem Generalstabschef, man könne das Parlament nicht über ein Milliardenflugzeug abstimmen lassen. Er reduzierte den Preis eigenhändig durch Weglassung von Ausrüstung und Waffensystemen auf ungefähr 800 Millionen Franken. Er hat mehr oder weniger eigenhändig den Preis abgesetzt, reduziert, zum Beispiel durch Verzicht auf Ausrüstung. Wir betrachteten das von Anfang an als eine kritische Situation. Für uns, die wir uns mit der Kalkulation beschäftigt hatten und auf über eine Milliarde kamen, war klar, dass das in eine finanzielle Katastrophe führen musste. Für uns, die drinnen sind gesehen und gerechtig haben mitgemacht, die über eine Milliarde gekommen sind, hätte das müssen zu einer Katastrophe führen, zu einer finanziellen. Hinter dem Cockpit befindet sich die Elektronik der Mirage. Sie stammt aus den USA. Die französische Technik war den Eidgenossen nicht gut genug. Die Anpassung von Flugzeug und Elektronik wurde zum finanziellen Albtraum. Und unsere Elektroniker von der Truppe haben im Gegensatz... Unsere truppeneigenen Elektroniker waren, im Gegensatz zur Beschaffungsgruppe, der Ansicht, man müsse amerikanische Bord- und Waffenelektronik mit der französischen Flugzeugzelle kombinieren, um ein modernes Flugzeug mit moderner Bewaffnung zu erhalten. Es wurde dann auch so beschlossen und bestellt. 1961 wurde der Beschaffungsantrag gestellt. Nur wurden die Kosten mit 828 Millionen angegeben. 3 Jahre später wurde ein Folgeantrag über 550 Millionen eingereicht. Und weitere Kosten wurden nicht ausgeschlossen. Der Einbau der amerikanischen Komponenten erforderte so viele Änderungen, dass man von 1961 bis zum Skandal nicht die Mirage baute, sondern diese neu entwickeln musste. Trotz finanziellem Albtraum, die Mirage flog. Und sie flog gut. Und der Kampfjet wurde zur Projektionsfläche für Bubenträume und Patriotismus. Der Traumvogel am Himmel seine ersten Runden dreht, reiben sich die Politiker am Boden die Augen.
Der oberste Verantwortliche des Militärdepartements, Bundesrat Paul Schodde, verlangt einen Zusatzkredit von sagenhaften 576 Millionen. 3 Jahre lang konnten er und seine Militärs den Skandal unter dem Deckel halten. Schodde mit seinem Verwaltungschef Arthur Kech. Mirage ist das französische Wort für Fata Morgana, eine Täuschung der Sinne also. Schoddes Verwaltungschef Arthur Kech bei einem Rechtfertigungsversuch. Zu dieser Frage kann ich Folgendes sagen. Mirage Zusatzkredit. Zu dieser Frage kann ich nur Folgendes sagen. Der Mirage Zusatzkreditantrag, von dem jetzt gesprochen wird, enthält naturgemäß nur die Abänderungen zum Mirage Beschaffungsantrag, der 1961 erfolgte. Deshalb ist in diesem Zusatzantrag von der Einsatzorganisation nicht die Rede. Es ist also vor allem Folgendes zu sagen. Die Organisation des Einsatzes von Flugzeugen und Lenkwaffen ist nicht etwa allein durch die Mirage bedingt, sondern auch durch den Einsatz terrestrischer Flugabwehr und den Einsatz der Luftwaffe generell. Die Mirage-Beschaffung setzt alle dabei Beteiligten, ob nah oder fern, unter einen solchen Druck, dass es naheliegend ist anzunehmen, dass Personen, die den Dienst der KTA jetzt verlassen, dies im Zusammenhang mit der Beschaffung tun und eine oder andere seinem Rücktritt den Charakter einer Protestgeste gibt. Und dass der ein oder andere seinem Rücktritt der Charakter von einer irgendeiner Protestgeste wird geben. Und was tat die Schweizer Presse all die Jahre? Die meisten Journalisten verschliefen die Skandalgeschichte des Jahrhunderts. Auch der spätere Fernsehdirektor Peter Schellenberg erlag als Reporter der Faszination des Vogels und ließ sich zu Testflügen einladen. Warum recherchierte man nicht? Es hat natürlich den Slogan, wer nicht schweigt, schadet der Heimat. Hat natürlich nach wie vor. Der Slogan, wer nicht schweigt, schadet der Heimat, hatte nach wie vor Gültigkeit. In einer medienkritischen Sendung sagte mir Bundesrat Gnägi später: Die Schweizer Armee muss man journalistisch anders behandeln als das Übrige. Und er hat gesagt: Ja, wie, Herr Bundesrat? Da sagt er: Ein guter Schweizer weiß das. Auch über Unfälle der teuren Kampfjets wird kaum aktiv informiert. Es sei denn, die Flieger stürzen in bewohntes Gebiet und eine Geheimhaltung ist unmöglich. Wie bei diesem Mirage-Unfall im Vierwaldstätter See. In den 60er Jahren stürzt fast jeden zweiten Monat ein Flugzeug ab. Geheim war auch dieses Filmdokument einer Mirage-Kollision bei Payerne. Es wird hier zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Die Piloten konnten sich per Schleudersitz retten. Erst 1964 wird die Mirage-Beschaffung endgültig zum Skandal. Immer neue Zusatzkredite für den teuren Vogel haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Man sucht die Schuldigen. Die erste Mirage-Vorlage von 1961 passierte der Nationalrat fast ohne Gegenstimmen. Doch jetzt traut man den Militärs nicht mehr. Paul Schodde und seine Leute geraten ins Zwielicht. Haben sie nur dilettantisch gehandelt oder Volk und Parlament absichtlich in das Licht geführt? Das Parlament ist nicht bereit, den Zusatzkredit von 576 Millionen Franken zu bewilligen. So werden statt 100 nur 57 Mirage beschafft. Im Schussfeld steht vor allem Paul Schodde. Der Schodde hat, das kommt klar zum Ausdruck. Schodde hat, das kommt klar zum Ausdruck, die Probleme verschleiert und 1961 eine Vorlage eingebracht, von der man schon damals hätte sagen müssen, dass das beantragte Budget nicht reichen kann. Irreführung und Verschleierung sind schwere Vorwürfe einer Verwaltung oder politischen Führung gegenüber. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf einer Verwaltung oder einer politischen Führung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Eidgenossenschaft wird eine parlamentarische Untersuchungskommission aktiv. Unter dem Präsidium des späteren Bundesrates Kurt Vogler untersucht das Gremium die Kostenüberschreitungen minutiös. Kurt Vogler präsentiert ein vernichtendes Urteil. Das Hauptergebnis der Untersuchung haben wir im Bericht schriftlich so formuliert.
Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen. A. Die Kostenermittlung in der Arbeitsgemeinschaft für Flugzeugbeschaffung, AGF, Klinikkommission, war unzweckmäßig organisiert. B. Die Botschaft 1961 war zum Teil tendenziös, zum Teil unsorgfältig und an einzelnen Stellen geradezu irreführend abgefasst. Harte Vorwürfe. Beim Vollzug des Bundesbeschlusses wurde einem Perfektionismus gehuldigt, der keine wirkliche Rücksicht auf den gesteckten finanziellen Rahmen nahm. Und die Mehrkosten, die sich schon vor Erlass des Bundesbeschlusses offenkundig abzeichneten, hätten den Bundesrat veranlassen müssen, die Botschaft zurückzustellen. Wie groß war die Schuld von EMD-Chef Paul Schodde? Phasewies hat es der Bundesrat als Ganzes und er nicht mehr im Griff gehabt. Phasenweise hatten es weder er noch der Gesamtbundesrat im Griff. Wir hätten in unserer Kommission sonst nicht feststellen können, dass der Bundesrat das Ganze angesichts der enormen Kostenüberschreitung, die sich abzeichnete, hätte stoppen können, um erst den Grund dafür zu suchen und dann weiterzufahren. Das wurde unterlassen. Bundesrat Schodde trat zurück. Sein Abschied war oft und teilweise sehr vehement gefordert worden. Und dennoch kam seine Demission plötzlich. Schodde ging, als die eigene Partei ihm nahelegte, nicht mehr für das Amt des Vizepräsidenten des Bundesrates zu kandidieren. Der Mirage-Skandal war der Wendepunkt in der Schweizer Flugzeugbeschaffung. Alle neuen Kampfjet-Vorlagen werden seither in der Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutiert. Trotzdem blieb der Skandalvogel Mirage bis zu seiner Ausmusterung ein fliegender Nationalstolz.